Ja, moin, geil, dass ihr am Start seid zu einem weiteren, ich nenn's mal Gothic Community React, aber der etwas anderen Sorte, einer kleinen Sonderausgabe, wenn man so möchte. Wir gucken uns heute keine Videos an, sondern wie ihr selber schon sehen könnt, wir gucken uns heute den Gothic Valomaten an. Ja? Ja, und jetzt kommt der Serious Einschränk. Normalerweise mache ich ja keine politische Aktivitäten hier auf meinem Kanal und normalerweise äußere ich mich dazu auch nicht. Ich habe da meine eigenen Meinungen und jeder soll da auch seine eigene Meinung haben. Normalerweise geht es hier nicht um Politik auf diesem Kanal, aber im Zuge dessen, weil es jetzt auch so einen Gothic-Valomaten gibt, fand ich das ganz okay, jetzt mal zu sagen, Leute, geht wählen zur Bundestagswahl, macht Briefwahl, erfüllt eure Bürgerpflicht, wenn ihr 18 seid und bestimmt mit, ja. Damit habe ich jetzt hier meine Pflicht getan. Deshalb, ich glaube, wenn ich jetzt nur ein Video gemacht hätte, wo ich sage, Leute, geht wählen und an euch appelliert hätte, ich glaube, das hätte auf diesem Kanal wäre nicht gut angekommen, glaube ich. Aber im Zuge dessen, dass es so einen Gothic-Valomaten gibt, finde ich das ganz geil. Informiert euch, ja, so viel dazu. Jetzt wieder zum Video. Und zwar wurde dieser Gothic-Valomat erstellt von Kurinus Pictures, aka Vingir, und von Gerald von Silden. Und da gehen natürlich Grüße raus an die beiden. Bin richtig gespannt. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier erwarten wird. Ich habe nur, also ihr findet den Link in der Videobeschreibung und bei uns auf dem Discord. Ja, also der Discord ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Dort haben die Jungs das vorgestellt gestern. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir uns jetzt hier erwarten. Wir gucken uns erstmal die Wahlplakate an, würde ich sagen. Bonus-Content. Da können wir jetzt mal gucken, was wir hier so für Parteien haben. Ja, wir fangen mal an mit der BDS. Die Bruderschaft des Schläfers. Erwache. Okay, das ist schon echt cool. Ich glaube, also aus dem Bauchgefühl her würde ich die, glaube ich, wählen. Hätte ich Bock drauf. Was haben wir hier noch? Die FAL, die Fraktion Altes Lager. Traditionell konservativ profitorientiert. Gomez, Spitzenkandidat. Finde ich auch sehr nice. So, wen haben wir hier noch? Die HPK. Die Heroldpartei Kurinus. Mit einem sehr sympathischen Lächeln, muss ich sagen. Hört ihr Bewohner von Kurinus? Offen, ehrlich, direkt. Ich mag es auch, wenn man sich so für sowas so Wahlslogans ausdenkt. Für Innos. Die IBPF. Innos Bündnis der Paladine und Feuermagier. Auch eine gute Partei. Hätte ich auch, glaube ich, Bock drauf. Dann die NAR. NAR wählen. Ländliche Bauernpartei Kurinus. Yeah, moin. Ich nochmal hier aus dem Off beim Schnitt. Habe ich gerade festgestellt, dass das natürlich nicht NAR heißt, sondern dass dieses Kreuzchen ein O darstellen soll, beziehungsweise dieser schwarze Kreis. Und das Ganze heißt natürlich Onare und nicht NAR. Aber gut, es war früh am Morgen und ich habe es offenbar überhaupt nicht geblickt. Weiter geht's. Ich glaube, das ist auch so eine ziemlich konservative Partei wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal so tippen. Dann die PNL, Partei des neuen Lagers. Hoffnung auf Freiheit. Frei, stark, unabhängig und gemeinsam. Das könnte so ein FDP-Verschnitt wahrscheinlich werden hier. Dann haben wir Greg haut die Banditen weg. Ich geb dir gleich Probleme, du wie ich. Die PVJ, Piratenvereinigung Jaken da. Rum, Schnaps, Grog. Keine Banditen. Das ist schon echt geil gemacht. Ja, ich feiere das. Unabhängige Vereinigung des Bösen. Die UVDB. Ohne irgendwelche Slogans dazu. Mal gucken. Sag ja zum Sumpfkraut. Die BD. Ach, das ist wieder die Bruderschaft des Schläfers hier, okay. Es gibt ja von manchen Parteien gibt es ja mehrere Wahlplakate. Für Gomez, der mächtigste Mann in der Kolonie. Altes Lager wählen. Mit Innos zum Sieg. Erzabbau sichern. Kostenlose Unterkunft. Freibier! Das ist ganz, ganz wichtig. Sicherheit für jeden. Nicht verzagen. Wähle Lord Hagen. Auch sehr geil. Dann haben wir hier nochmal die Heroldpartei Kurinus. Sicherheitsmaßnahmen verstärken, oberes Viertel schützen, Orks abwehren. Erststimme Herold. Ich feiere das so ab. Das ist wirklich geil. Und dann haben wir hier nochmal neues Lager. Erzschützen, Magier schützen, Barriere sprengen. Erststimme Lee. Hoffnung auf Freiheit. Lee. Mit solchen kleinen Spruchslogans noch dazu. Neues Lager wählen. Und dann haben wir nochmal. Jetzt ist genug. Abgaben stoppen, ländlichen Raum sichern, Stadt boykottieren. Ona, jetzt wählen. Ja, ist schon echt cool Design, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut. Damit haben wir unsere Kandidaten quasi. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was der Unterschied zwischen Wahlumfrage und Wahlomat ist. Ich mache erstmal die Wahlumfrage. Ach, das ist wahrscheinlich so im Vorfeld, ne? Es gibt ja immer mal so Umfragen im Vorfeld, um schon mal so Prognosen abzugeben. Welche Partei würden Sie wählen?
Ja, also eigentlich die Bruderschaft des Schläfers fühle ich mich sehr stark hingezogen, aber auch die EBPF finde ich ganz gut, muss ich sagen. Also die Ländliche Bauernpartei Kurin ist nicht so meins und Altes Lager, Neues Lager eigentlich auch nicht. Ich würde eher zur Bruderschaft des Schläfers tendieren oder zu Lord Hagen. Ich würde jetzt einfach mal Iberion abstimmen. Hier haben wir die Abstimmergebnisse, was die anderen Leute aus der Gothic-Community schon gestimmt haben. Und da sehen wir ganz klar, die Partei Neues Lager und die Bruderschaft des Schläfers sind beide sehr stark vertreten auf jeden Fall. Dann kommt schon die Ländliche Bauernpartei Kurinis mit Ona. Die FAL, also das Alte Lager, nur 10% und 7,6%. Die IBPF hat nur 7,69%. Was ist da los, ey? Innos Vult, Leute. Okay, alles klar. Da haben wir schon mal die Vorauswahl gemacht. Alles klar. Ja, und jetzt würde ich sagen, ziehen wir uns den Valomaten rein. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Naja, das ist hier so testedich.de, das finde ich auch gut. Naja, Cookies. So, fangen wir mal an. Wir haben 15 Fragen hier. Ich würde sagen, die gucken wir uns einfach mal alle an und gehen die alle mal durch, ja? Wie stehen Sie zum Handel zwischen der Barriere und der Außenwelt? Der Handel zwischen Barriere und Außenwelt sollte dringend beibehalten werden. Der Handel zwischen Barriere und Außenwelt sollte unbedingt abgeschafft werden. Beibehalten, weil er gut für die Wirtschaft ist und kaum andere Erzquellen existieren. Der Handel zwischen Barriere und Außenwelt ist weder schädlich noch sonderlich profitabel. Der Handel zwischen Barriere und Außenwelt ist nicht sonderlich profitabel. Tja, wie stehe ich denn zum Erzhandel? Also, ich als jemand, der eher die Bruderschaft des Schläfers wählen würde, ich würde ja auch vom Handel mit der Außenwelt profitieren, weil die Bruderschaft profitiert ja auch vom Tausch, vom Sumpfkraut mit Waren aus der Außenwelt, was das alte Lager anbetrifft oder was das neue Lager anbetrifft. Wir tauschen ja quasi diese Sachen, diese Annehmlichkeiten aus der Außenwelt mit dem Sumpfkraut quasi. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, also der Handel sollte auf jeden Fall nicht abgeschafft werden. Ich bin jetzt aber auch nicht der Meinung, dass er dringend beibehalten werden sollte, weil, sehen wir mal, überlegen wir jetzt einfach mal, wenn der Handel mit der Außenwelt stoppen würde, könnte das Sumpflager immer noch mit dem neuen Lager Reis und Schnaps tauschen. Das heißt, auch auf diese Art und Weise an Lebensmittel kommen. Und jagen kann man innerhalb der Barriere auch noch. Wenn es um Fleisch geht. Also deshalb ist das Sumpflager jetzt nicht so hart davon abhängig, würde ich jetzt mal tippen. Die Erzquellen sind mir eigentlich egal. Ist weder schädlich noch sonderlich profitabel. Ja, ich glaube, ich würde das tippen hier. Der Handel zwischen Barriere und Außenwelt ist weder schädlich noch sonderlich profitabel, weil es mir eigentlich egal ist, als jemand, der aus der Sicht eines Sumpfis denkt. Deshalb, ja, würde ich das jetzt mal so sagen. Sollte der Glaube an den Schläfer als offizielle Religion anerkannt werden? Ja, natürlich! Unbedingt, der Schläfer Rache. Da gibt es gar keine zwei Meinungen dazu. Nein, das ist Schwachsinn, jeder Glaube ist gleichwertig. Nein, eine Ideologie für verblendete Idioten. Auf keinen Fall, das ist Ketzerei. Ja, unbedingt. Wie stehen Sie zu den Abgaben der Bauern an die Stadt? Okay, jetzt muss ich mich in irgendeine andere Sichtweise hineindenken. Als jemand, der jetzt zum Beispiel die Innos-Partei wählen würde, ja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, die Abgaben sind angemessen, die Abgaben sollten erhöht werden, die Bauern sollten unabhängig von der Stadt sein. Nee. Die Abgaben sollten verringert werden. Nee. Davon bin ich nicht betroffen. Jein. Also wenn ich jetzt aus Sumpfi-Sicht weiter denken würde, würde ich wahrscheinlich das hier erstmal wählen. Aber dadurch, dass ich innerhalb der Barriere wahrscheinlich bin und mir das eh egal ist. Oder stellen wir uns einfach mal vor, die Barriere wäre weg, aber dann würde auch kein Erzhandel existieren, aber egal. Es ist so schwierig jetzt, es ist ganz schwer irgendwie jetzt einzuschätzen, ne? Da muss man jetzt auch wieder den Zeitpunkt abwägen, ne? Also zum Zeitpunkt, wo die Barriere noch existierte, waren die Abgaben angemessen, aber als die Barriere weg war und die Paladine in die Stadt kamen, waren die Abgaben nicht mehr angemessen, weil die Bauern dann auf einmal rebelliert haben, so, weil die der Meinung waren, vorher war es angemessen, jetzt nicht mehr. Das ist schwierig. Tja, ich sage jetzt einfach mal, ich halte die für angemessen. So. Wie stehen Sie zu Schutzgeldzahlungen? Die Starken sind dazu verpflichtet, die Schwachen zu schützen, ohne Bezahlung. Ist erstmal eine vernünftige Aussage. Sie sind angemessen, so kann man etwas daran ändern, wenn man sich bedroht fühlt. Aber wir wissen ja alle, wie Schutzgeld eingetrieben wird, also würde ich das jetzt erstmal nicht als angemessen bezeichnen. Niemand sollte für Schutz zahlen müssen. Ah, es kommt drauf an. Wenn man in der Stadt lebt, oder auf einen der Bauernhöfe, die von der Stadt eigentlich unter den Fittichen stehen, finde ich, sollte niemand für Schutz zahlen müssen, weil dann sollte die Stadt sich automatisch darum kümmern. Wenn man jetzt allerdings so ein Bauernhof ist, der wie bei Benga irgendwie bei der Kolonie ist, dann können die ja erstmal nichts machen. So, dann können die ja weder von der Stadt noch von den Söldnern profitieren, dann sind die auf sich allein gestellt. Dann ist die Aussage,
anders zu gewichten. Schutzgeldzahlungen sind Erpressungen. Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. Solange sie freiwillig und ohne Konsequenzen stattfindet, ist sie legitim. Würde ich aber auch so sehen. Also wenn jetzt wirklich 3-4 Söldner auf den Hof kommen und sagen, ey, wenn ihr Bock habt, ihr könnt uns was bezahlen, dann beschützen wir euch. Wenn das alles ohne Gewalt und ohne Erpressen funktioniert, dann finde ich das in Ordnung. Ja, wenn die Söldner jetzt aber so wie nun mal bei Akils Hof zum Beispiel auf den Hof kommen und sagen, hier, wir prügeln dir die Zähne ein, wenn du uns nicht Kohle gibst, so, dann ist das halt, dann finde ich das nicht geil. Das ist jetzt eine echt schwierige Sache. Also prinzipiell Schutzgeldzahlung, wenn sie freiwillig erfolgen und ohne Konsequenzen, dann jo, dann würde ich sagen, ist okay. Wie stehen sie zur Barriere? Sie sollte abgeschafft werden, jeder hat das Recht auf Freiheit. Also wenn da aber Verbrecher reingeworfen werden, dann finde ich, sollte die halt nicht abgeschafft werden. Weil es ist dann ein Gefängnis. Barriere sollte bestehen bleiben, die Menschen darin haben es verdient. Nicht alle, weil wir wissen ja, es sind auch manche unschuldig drin, wie die Magier zum Beispiel. Wobei die wahrscheinlich auch Dreck am Stecken haben und korrupt sind, ja. Wenn da wirklich Mörder reingebracht werden, finde ich, ist das gut. Oder Vergewaltiger oder so. Die Barriere ist ein notwendiges Übel. Würde bisher meiner Denkweise wahrscheinlich eher entsprechen. Sie bietet Sicherheit vor verurteilten Verbrechern. Ja, würde ich auch so sehen. Die Barriere tut nichts zur Sache. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn du auf Kurines lebst, hat die Barriere einen fetten Impact auf sein Leben, egal wo du bist. Weil alles verändert sich, der Alltag verändert sich rapide. Egal, ob du Bauer bist auf irgendeinem Hof oder ob du Hafenarbeiter bist oder ob du ein Bürger der Stadt bist, die Barriere verändert dein Leben, ob du willst oder nicht, glaube ich. Es ist nichts wie vorher. Von daher, das würde ich jetzt auf keinen Fall wählen. Sie bietet Schutz vor verurteilten Verbrechern. Jein. Wir wissen, wie gesagt, es sind nicht alle verurteilte Verbrecher, die da reinkommen. Es gibt auch gute Menschen in der Barriere, die da zu Unrecht drin sind. Die Barriere ist ein notwendiges Übel, würde ich schon eher so sehen. Ja, ich glaube, die Barriere ist ein notwendiges Übel, weil wenn man jetzt mal diesen Bedacht nimmt, dass da Leute reingeworfen werden, die wirklich nichts verbrochen haben und einfach nur vielleicht, oder sagen wir mal, die einfach nur einen Apfel geklaut haben, weil ihre Familie am Verhungern ist, dann finde ich, ist die Barriere keine faire Sache. Also würde ich sagen, die Barriere ist ein notwendiges Übel, weil die meisten, die da drin sind, sind schwere Verbrecher. Das ist okay, wenn die Erz schürfen da für den Krieg, ist okay. Aber wenn da Leute reingeworfen werden, die eben, sage ich jetzt mal, keine krassen Verbrecher sind und die dann irgendwie von ihren Familien getrennt werden, dann finde ich, ist die Barriere nicht keine faire Lösung. Deshalb, aber das hat ja eigentlich nichts mit der Barriere zu tun, das hat ja eigentlich mit den Gerichtsverfahren vorher zu tun. Das ist schwierig, ist echt. Also die Aussage, die sollte bestehen bleiben, weil die Menschen darin es verdient haben, ist vielleicht doch nicht so ganz 1:1, was ich denke. Und jeder das Recht auf Freiheit, nee. Wobei, jetzt habe ich gerade wieder aus der Sichtweise eines Bewohners von Kurines gedacht, der außerhalb der Barriere ist. Aber wie ist denn das jetzt, wenn ich in der Barriere drin bin? Dann würde ich wahrscheinlich was anderes sagen. Dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, sie sollte abgeschafft werden. Jeder hat das Recht auf Freiheit, weil ich will da ja auch raus, ne? Ah, es ist schwer. Ich sag einfach mal, die Barriere ist ein notwendiges Übel. Wie stehen sie zum Verkaufs- und Konsumverbot von Sumpfkraut innerhalb der Stadt Kurines? Sumpfkraut ist harmlos und sollte nicht verboten werden. Das Verbot stört mich nicht wirklich. Sumpfkraut ist eine gefährliche Droge, sollte bestehen bleiben. Es ist mir egal. Sumpfkraut sollte nicht nur legal sein, sondern kostengünstig im Einzelhandel erworben werden können. Also, ja, jetzt, das ist so eine Frage, die kann man jetzt aufs echte Leben projizieren. Also ich selber nehme keine Drogen wie Marihuana oder Gras oder so. Aber mir ist es auch ehrlich gesagt egal, wenn das jetzt legitimiert werden würde. Weil es gibt ja schon genug Studien, die erwiesen haben, dass Konsum von Gras jetzt nicht wirklich mehr schädigender ist als der harte Konsum von Alkohol. Also ganz ehrlich, ich kann in Deutschland in jedes einzelne Geschäft gehen und ich finde ein Regal, wo der härteste Schnaps drin steht, wo jeder rankommen kann, der 18 ist. Es gibt ja auch Statistiken, wie viele Alkoholtote es im Jahr in Deutschland gibt oder durch Unfälle von alkoholisierten Autofahrern und so. Deshalb finde ich eigentlich, wenn wir Alkohol in Deutschland in so hohem Maße zulassen, finde ich, ist eigentlich nicht wirklich logisch, dass wir Gras verbieten. Deshalb, in Holland funktioniert es ja auch so, in der Niederlande. Und medizinisches Marihuana ist ja auch eine wichtige Sache, gerade in der Bekämpfung von Krebs. Also, ich bin ehrlich so der Meinung, Gras sollte oder Sumpfkraut sollte nicht verboten sein. Die Aussage, das Verbot stört mich nicht wirklich, ist aber auch nicht falsch, weil mich stört es eigentlich nicht, das Gras.
verboten ist oder Sumpfkraut verboten ist, weil ich, wie gesagt, ich selber muss es nicht konsumieren, ich brauche das jetzt nicht. Ich bin da jetzt nicht abhängig oder so. Von daher wäre es mir jetzt auch Latte, wenn es verboten bleiben würde. Also, ja, eigentlich ist es, ich tendiere eher zu, es ist mir egal. Wenn ich jetzt aber wieder aus Sicht eines Sumpfis denken würde, würde ich natürlich sagen, es ist harmlos und sollte nicht verboten sein. Sondern kostengünstig im Einzelhandel. Das ist so eine geile Aussage. Ich sage einfach mal, es ist harmlos und sollte nicht verboten sein. Finden Sie, den Konsum von Sumpfkraut sollte landesweit verboten werden? Also wenn man jetzt mal globaler denkt und sagen wir mit Myrtana, nicht nur die Insel Kurines, sondern auch ganz Myrtana jetzt sieht. Sumpfkraut ist harmlos, Sumpfkraut ist in Ordnung, sollte man nach dem Feierabend konsumiert und trotzdem noch in der Lage sein, Aufgaben zu erfüllen. Sumpfkraut ist eine Gefahr und sollte überall verboten sein. Sumpfkraut sollte nur in geringen und stark kontrollierten Dosen verkauft werden dürfen. Der Konsum von Sumpfkraut sollte überall erlaubt sein und auch zu medizinischen Zwecken eingesetzt sein. Ja, das ist halt so dieser Aspekt. Also diese Einsetzung in medizinischen Zwecken zur Bekämpfung von Geschwüren, Krebs etc. Was ja auch erwiesen ist. Also jetzt nicht Sumpfkraut, aber Gras. Ist egal, ich switch jetzt gerade zwischen Real Life und Ingame. Ich sage einfach mal, es sollte überall erlaubt sein. Wie stehen Sie zu Wilderei? Es ist notwendig, um Tierangriffe und Überbevölkerung zu vermeiden. Tierschutz ist wichtig, Wilderei sollte verboten werden. Wilderei tut niemandem weh. Zum Jagen sollte ein Jagdschein benötigt werden und es sollte ein Limit geben. Wilderei ist akzeptabel. Ist auch ein schwieriges Thema. Ich bin extremer Tierfreund. Also ich würde jetzt persönlich nie zu einer Waffe greifen und ein Tier jagen gehen. Im echten Leben. Aber in-game ist es halt was anderes. Also in-game, gerade wenn ich in der Barriere lebe, würde ich natürlich sagen, dass Wilderei total akzeptabel ist, weil gerade man muss sich irgendwie ernähren können innerhalb der Lager. Deshalb ist Wilderei eigentlich ein notwendiges Übel, sag ich jetzt mal. Wenn wir jetzt allerdings in Myrtana leben würden, wo wir auch vom Ackerland leben könnten, von der Brotproduktion oder von Gemüse oder von Bäumen oder so, dann ist Wilderei, finde ich, nur mit Jagdschein eigentlich nötig. Andererseits, wenn wir jetzt im Mittelalter, in einem mittelalterlichen Setting leben, finde ich, ist das auch wieder eine andere Sache. Also es ist schwierig. Ich würde sagen, ich denke jetzt mal aus der Sicht eines Sumpfis in der Kolonie und sage, Wilderei ist akzeptabel. Sollten alle Lager im Minental freien Zugang zur alten Mine haben? Boah, interessante Frage. Das Erz sollte ausschließlich für den König und den Ork-Krieg gefördert werden. Auf keinen Fall, der Erzabbau interessiert mich nicht. Erz gehört allen, jeder sollte es fördern dürfen. Ja, alle Lager sollten das Recht zum Erzabbau haben. Schwieriges Thema. Selbst als auf Sicht eines Sumpfis oder aus Sicht eines normalen Bürgers der Stadt oder so, würde ich natürlich sagen, ich will natürlich, dass der Krieg vorbei ist. Ich will natürlich nicht, dass die Orks den Krieg gewinnen und deshalb wäre ich auch eher tendenziell dafür, dass das Erz ausschließlich für den König und für den Ork-Krieg gefördert wird. Wenn wir jetzt allerdings keinen Krieg hätten, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, Erz gehört allen, jeder sollte es fördern dürfen. Also das sollte subventioniert werden eigentlich, aber im Krieg ist es eine andere Sache, dann finde ich eigentlich, sollte jeder gezwungen sein, sein Erz für den König und für den Krieg abzugeben, damit der Krieg schnell gewonnen werden kann. Also eigentlich, also in Kriegszeiten würde ich das sagen, im Friedensfall würde ich sagen, Erz gehört allen. Oder zumindest jedes Lager sollte das gleiche Recht haben zum Erzabbau. Aber da wir uns im Krieg befinden oder da in Gothic man sich ständig im Krieg mit den Orks befindet, sage ich jetzt einfach mal, das Erz sollte ausschließlich für den König und den Ork-Krieg gefördert werden. Wie sollte Ihrer Meinung nach mit Dieben verfahren werden? Diebstahl wird nicht toleriert und sollte mit körperlicher Arbeit bestraft werden. Diebstahl zu bestrafen führt zu nichts. Man sollte eher die Ursache für den Diebstahl minimieren. Das ist eine vernünftige Aussage. Diebstahl gehört bestraft. Wer büßt und bereut, kann eine zweite Chance erhalten. Diebstahl sollte mit dem Tod bestraft werden. Diebstahl sollte durch eine Freiheitsstrafe oder gegebenenfalls Bußgeld bestraft werden. Okay. Da ist es jetzt ja eigentlich ziemlich egal, aus welcher Sicht man das jetzt sieht. Ob man es jetzt aus Real-Life-Sicht sieht oder aus Sicht eines Lagers innerhalb der Barriere oder als Bürger von Kurines oder Myrtana, ist egal. Diebstahl wird nicht toleriert und soll mit körperlicher Arbeit bestraft werden. Also körperliche Arbeit muss jetzt hier natürlich definiert sein. Körperliche Arbeit, also ich glaube, die erste Antwort zielt darauf ab, dass man jedes Diebstahlverbrechen sofort mit Barriere bestraft. Die Bestrafung führt zu nichts, man sollte eher die Ursache für den Diebstahl minimieren. Das ist natürlich eine sehr vernünftige Antwort. Aber wie will man das rausfinden? Ich glaube, da braucht man halt Psychologen. Aber gut. Die Ursache für den Diebstahl kann auch genauso gut sein, dass die Familie verhungert und der Vater einfach oder der Sohn einfach irgendwie einen Apfel klaut, damit die Familie es sich ernähren kann oder so.
wenn man jetzt natürlich daran geht, um Jobs zu schaffen, damit sowas nicht passiert, dann finde ich das auch gut. Diebstahl gehört bestraft, wer büßt und bereut, kann eine zweite Chance erhalten. Ach, ist schwer. Das ist wirklich schwer. Also, Todesstrafe für Diebstahl auf keinen Fall. Freiheitsstrafe kommt halt drauf an. Wenn diese Freiheitsstrafe auch darauf abzielt, auf Barriere, würde ich sagen, nein. Bußgeld macht eigentlich auch keinen Sinn, weil wenn jemand was klauen muss, hat er ja kein Geld, um sich's zu kaufen. Wobei das aber auch wieder situationsabhängig ist. Also ich glaube, die vernünftigste Antwort ist, Diebstahl zu bestrafen führt zu nichts. Man sollte die Ursache finden. Also ich finde, eine Kombination aus zwei Antworten fände ich jetzt gut. Also Diebstahl zu bestrafen, angemessen. Also Diebstahl muss angemessen bestrafen werden. Du kannst natürlich kein Kind, welches obdachlos ist und kein Geld hat, mit Geldstrafe oder Minenkolonie bestrafen. Das geht nicht. Das Kind muss einfach irgendwie vielleicht einfach mal 3-4 Tage in den Knast und wird's... Ich meine, wenn das Kind im Loch sitzt, dann kriegt das Kind ja sogar im Zweifel Brot oder was zu trinken so. Und man muss aber auch gleichzeitig die Ursache für Diebstahl minimieren. Also Diebstahl bestrafen und Ursache minimieren. Ich finde, weil das wäre, glaube ich, die beste Kombination. Ich sage jetzt einfach mal das. Aber hier steht halt, zu bestrafen führt zu nichts. Also ich finde schon, dass eine angemessene Strafe schon wichtig ist. Diebstahl gehört bestraft, wer büßt und bereut, kann eine zweite Chance erhalten. Ja, ich glaube, dann nehme ich mal lieber das. Mit Aspekt dessen, dass die Ursache aber auch minimiert werden soll. Okay, finden Sie den Wald im Norden von Korinnes, sollte zum Naturschutzgebiet erklärt werden. Okay, das kann man jetzt gut aus der Sicht eines Bürgers der Stadt machen. Die Natur ist wichtig für die Nachhaltigkeit der lokalen Produkte. Ja gut, lokale Produkte, das hat jetzt mit dem Wald wenig zu tun, glaube ich. Ja, das interessiert mich nicht. Ja, Naturschutz ist wichtig. Nein, das ist unnötig. Also ich glaube, ich tendiere eher zum Naturschutz. Aber also diese Antwort ist, glaube ich, nicht so sinnvoll, weil Nachhaltigkeit der lokalen Produkte wird durch den Wald weder gefördert noch eingeschränkt. Die nachhaltigen Produkte entstehen auf den Bauernhöfen im Normalfall und das hat mit dem Wald jetzt erstmal wenig zu tun, glaube ich. Wobei ich jetzt nicht so viel Ahnung von der Agrarwirtschaft habe, also vielleicht gibt es da Leute unter euch, die da wissen, ob der Wald dazu in Zutun hat oder nicht. Jetzt kommen wir könnten auch wieder diesen Schlag zur Wilderei machen. Also wenn man jetzt eine kontrollierte Jagd dort stattfinden lässt, die Population von Wölfen oder Untoten dort halt minimiert oder so. Naturschutzgebiet. Ich sag einfach mal ja. Es ist, glaube ich, so die Mittelantwort. Ich würde einfach mal ja sagen. Finden Sie, der Verkauf von Waffen sollte stärker reguliert werden? Ja, jeder hat das Recht, Waffen zu besitzen und zu verwenden. Der freie Verkauf von Waffen ist notwendig zur Verteidigung der vorbewaffneten Bauern. Ich finde, da könnten aber auch Orks jetzt stehen. Nein, Waffen sollten schon zu geringen Preisen für jeden käuflich erwerbbar sein. Der Umgang mit Waffen sollte grundsätzlich gelehrt werden. Ungelernte sollten keine Waffen besitzen oder benutzen. Ja, das gemeine und ungeschulte Volk sollte nur Zugang zu kleineren und kürzeren Waffen haben. Boah, auch schwieriges Thema, ne? Wenn jeder Verbrecher-Duli an eine Waffe kommt, das ist so American-Style, so wenn jeder an eine Waffe kommen kann, dann ist jeder könnte potenzielles kriminelles Potenzial haben. Schwieriges Thema. Ich sag mal so, diese Antwort, der Umgang mit Waffen sollte grundsätzlich gelehrt werden. Ungelernte sollten keine Waffen besitzen oder benutzen. Wenn jetzt ein einfacher Bürger der Stadt, Mittelschicht, oder sagen wir mal Hafenschicht, Hafenviertelschicht, wenn wir jetzt danach gehen, dass die Miliz kostenlos Training anbietet für die Bürger der Stadt, dann könnte ja jeder Verbrecher-Dulli sich einfach im Umgang mit der Waffe ausbilden lassen und eine Waffe erwerben, und um Leute, die ungelernt sind oder einfache Bürger sind, und kein Interesse an Waffen haben, um dann zu bedrohen. Das würde ja bedeuten, die Miliz würde sogar Verbrechen fördern. Also, prinzipiell finde ich das aber keine schlechte Antwort. Ich finde aber, es sollten nur Bürger gelehrt werden, die keine registrierte Verbrecherlaufbahn haben. Also keine Diebstähle, nirgendwo negativ aufgefallen und so solche Sachen. Also ich finde, es sollten nur Bürger gelehrt werden, die ein gutes Führungszeugnis auch jetzt mal haben. Die nirgendwo kriminell aufgefallen sind. Und schon eine gewisse Zeit Bürger der Stadt sind und einem, sagen wir jetzt mal, einigermaßen vernünftigen Tagwerk nachgehen. Die, finde ich, die sollten auf jeden Fall grundsätzlich kostenlos gelehrt werden, mit Waffen umzugehen. Weil wenn doch mal die Orks angreifen oder Bauern oder Banditenaufstände starten, dann, finde ich, sollten die sich auch verteidigen können. Das hilft ja auch der Stadt. Dass jeder Dulli fast kostenlos oder sehr preisgünstig an eine Waffe kommt, ist schwierig. Also bin da echt geteilter Meinung. Jeder hat das Recht, Waffen zu besitzen oder zu verwenden. Nur dann, wenn die Stadt so einen Waffenschein ausstellt, finde ich. Das gemeine und ungeschulte Volk sollte nur Zugang zu kleineren und kürzeren Waffen haben.
Ja, aber nur dann, wenn geschulte Bürger, die einen Waffenschein besitzen, beziehungsweise die niemals kriminell aufgefallen sind, wenn die bessere Waffen besitzen dürfen. Dann darf auch meiner Meinung nach das ungeschulte Volk Zugang zu kleineren Messern und so und Dolchen und so haben. Ja. Finden Sie, dass die Verbindungswege auf der Insel Kurinis ausgebessert und sicherer gemacht werden müssen? Nein, die Wege sind sicher genug. Die Wege sollten befestigt und regelmäßig gewartet und gesichert werden. Das Geld für Erschließung sollte eher anderweitig genutzt werden. Der Zustand der aktuellen Erschließung der Insel ist ausreichend, wenn auch nicht optimal. Die Straßen sind sicher genug, allerdings sollte man Pflasterstraßen ausbauen. Ich glaube, die Wege an sich sind ausreichend, um Karren oder Ähnliches von einem Ort zum anderen zu bringen. Aber ich finde, es sollten halt regelmäßige Patrouillen auf den Wegen am Start sein, um halt Viecher wie Blutfliegenwölfe, Mallrat Scavenger und so weiter von den Wegen fernzuhalten, damit die Reise einfach sicherer ist für Bauern und Bürger. Die Wege sollten befestigt, regelmäßig gewartet und gesichert werden. Gesichert werden, ja. Das ist okay. Halten Sie ein Verbot von Belia-Magie für nötig? Belia-Magie ist Ketzerei und gehört verboten. Wenn ich jetzt aus Sicht dieser Innos-Partei denken würde, würde ich sagen, ja, sollte verboten werden. Das Nutzen von Belia-Magie sollte mit Mord gleichgesetzt werden. Okay. Na, das ist ein bisschen zu extrem. Das ist mir egal. Gefährliche Zauber wie Beschwörung sollten verboten werden. Es gibt kaum Unterschied zwischen Belia-Magie und Innos-Magie. Ein Verbot wäre unnötig. Ja, das sehe ich auch so. Weil ganz ehrlich, ob da jetzt so ein Geisteskranker dir einen Zombie beschwört oder dir mit einem Feuerball irgendwie dir droht, ist, finde ich, sehe ich eigentlich auch keinen Unterschied. Tote zu beschwören ist eine Sache, aber es ist mir auch egal, wenn mich ein Krimineller mit einem Feuerball bedroht, dann ist das gleich schlimm, glaube ich. Wie stehen Sie dazu, dass auch Frauen als Handelsware ins Minental geschickt werden? Das hat alles seine Richtigkeit. Solange es sich dabei um verurteilte Verbrecherinnen handelt, ist es legitim, das ist mir egal. Frauen sollten nicht als Handelsware gesehen werden. Das ist ungerecht und sollte verboten werden. Also ich glaube, wenn diese also einfach nur Frauen in die Barriere als Handelsgut zu schicken, ist natürlich Bullshit. Aber wenn das auch verurteilte Verbrecherinnen sind, die eine gewisse kriminelle Laufbahn haben und wirklich gefährlich für das Allgemeinvolk sind, der Insel oder des Reiches, dann finde ich das okay. Aber dann würde ich halt auch sagen, die sollten allgemein auch in die Barriere gebracht werden, nicht als Gut oder als Ware gesehen werden. Frauen sollten nicht als Handelsware gesehen werden. Aber wenn es halt Verbrecherinnen sind, dann finde ich das okay, dass die halt in die Barriere kommen. Also ich schwanke aktuell zwischen 2 und 4. Also egal ist es mir nicht, dass es ungerecht ist. Also wenn es halt, wie gesagt, es muss sich um verurteilte Frauen handeln, die Verbrecherinnen sind. Dann finde ich, ist diese Antwort ausgeschlossen, diese Antwort auch und diese Antwort, naja, das ist halt so das ist wirklich so antifeministisch, das muss jetzt nicht sein. Also ich würde sagen, solange es sich um verurteilte Frauen handelt, ist das okay. Haha, guck mal, du bist so 33% Profil A. Deine Partei ist die Bruderschaft des Schläfers, Spitzenkandidat Iverion. Geil. Hier haben wir nochmal so das Profil, mein Profil und das Profil der User. Die meisten sind halt auch eher Bruderschaft des Schläfers oder halt diese Innos-Partei, oder? Schläferwache, das neue Lager ist nichts für dich. Zu viele Schwachmaten laufen darum. Du hast auch genug von den Erzbaronen und die autoritären Struktur des alten Lagers. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Du bist bereit, deinen alten Göttern abzuschwören und dich ganz und gar auf die Magie des Schläfers einzulassen. Du möchtest im Grunde nur deine Ruhe haben und hin und wieder einen durchziehen. Das passt irgendwie schon zu mir. Du gibst dich mit der Situation zufrieden und legst zugunsten von Bequemlichkeit und Ruhe dein Schicksal in die Hände der Gemeinschaft. Dafür profitierst du von der Großzügigkeit der Bruderschaft und hast die Chance, zu einem Templer oder sogar Guru ausgebildet zu werden und die Lehren der Magie des Schläfers einzutauchen. Dieses Profil hatten 32% der 166 Quiz-Teilnehmer. Ja, mega. Da würde ich sagen, das gefällt mir. Und ja, wenn ihr Bock habt, selber mal diesen Gothic-Valomaten durchzugehen, dann schaut euch den Link in der Videobeschreibung an oder bei uns auf dem Gothic-Discord und zieht das Ding selber durch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Partei ihr wohl wählen würdet, wenn der Valomat euch bestimmen würde. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, dieses kleine andere React, dann würde ich mich über eine Bewertung und ein Abo freuen. Folgt mir auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zusehen. Dankeschön an die Ersteller dieses Valomaten, Windir und Gerald von Sillen. Bleibt gesund und ciao.